Gut. Ich muss auf Film sein. Hallo. Hier sind wir in unserer Schule, in Ferien spielen. Wir haben keine Schule, also haben wir eine Zeit. Wir sind sehr vergnügt mit dem neuen Kicker, den wir gekriegt haben. Hier haben wir auch noch einen. Es ist ein Kicker auch für etwas kleinere Kinder. Wir können ja auch mal den großen Kicker zeigen. Und hier sind unsere Spiele und Bücher in demselben Hortraum. Und dann geht's weiter. Hier wird neu renoviert. Aus der Vorschule kommt eine Klasse rein. Hier kommt die Klasse rein. Kann man gucken. Wir wissen aber, wo wir eigentlich das sollen, also kommt sie mit. Und das Bild da, was man an der Wand sieht, oder sehen wird, das hat unsere Doreen gemacht. Aber leider ist der Kicker hier schon ein bisschen kaputt. Und da kommt auch Conny. Conny. Hallo Conny. Oh, ich möchte aber nicht gekümmert werden. Zu spät. Und hier ist die erste und zweite Klasse. Naja, ich weiß jetzt nicht, welche Klasse hier reinkommt. Ich glaube, die erste und zweite bleibt hier drin. Ja, sagen wir es mal so. Jetzt mit. Da ist die jetzt sechste Klasse drin. Und die fünfte sieht man. Es ist nicht offen. Also, geht's weiter. Wir können leider noch nicht in unsere Turnhalle. Deswegen müssen wir uns ein bisschen anders beschäftigen. Da ist die dritte und vierte Klasse. Jetzt zeig mal. Der Religionsraum. Habt ihr denn unseren Hausmeister und Silke schon mal malen? Ja. Guck mal, ob das dann richtig hier, fleißig gemalt. Nochmal. Da ist unser Essensbereich. Hier können jetzt nur ein paar sitzen, weil ja auch Ferienspiele sind. Und da sind Bilder, die von unseren Schülern, also von uns gemalt wurden, damit wir ein bisschen Verschönerung in unserem Essensraum haben. Von der dritten, vierten, ersten, zweiten bis fünften Klasse. Jetzt aber sechste. Und dann kommt da schon ein Vorschulkind. Und hier sind wir wieder angekommen im Vorraum. Wir waren leider noch nicht überall. Aber wir können ja noch um die Umkleide gehen. Und das da sind die Knetkunstwerke, die von Schülern gemacht wurden, die hier in den Ferienspielen sind. Hauptsächlich von der Vorschule, ersten, zweiten und einer aus der vierten. Fünften. Ja. Und das ist keiner mehr aus der Vorschule. Und da ist unsere Umkleide. Da können die Schüler sich ihre Sachen anziehen. Ausziehen, Jacken ausziehen und so. Und da stehen, wie man es jetzt sieht, sind die Schuhe. So, jetzt haben wir noch... Mann. Muss ich meine Schuhe finden? Nein, noch nicht. Kommt jetzt mal mit. Wir haben was. Was ganz toll ist bestimmt. Ja. Ja, eine Bildergalerie ganz klein. Und da der Pokal der gewonnenen evangelischen Salvator Grundschule Spiele. Für den Teamgeist der Füchse. Von mir, Nele, Felix, Pascal, Maxi, Julia Natter und Friederike. Das haben wir bei unserem Sportfest gewonnen, also unser Team. Tja, mal gucken, ob wir hochgehen können. Von hier aus kann man unseren großen Schulhof sehen. Hier ist noch... Mal gucken, ob wir den auch noch haben. Oh, nee, die ist leider zu. Das war Trompete. Wir haben hier auch ein paar AGs. Trompeten zum Beispiel. Da haben wir schon... Also die bei Trompete waren, haben auch gespielt. Haben schon bei den Weihnachts... Fest gespielt.
beim Storkower Mühlenfest. Ja. Oder doch nicht. Ich komme durcheinander. Und wir haben dann noch Fußball-AG, Wettrennen, Singergruppe. Die ist allerdings auch in der Aula. Genau, die Trompete. Hier sind Kunstwerke, zum Beispiel symmetrisch. Da ist alles gleich, alles was Sie hier sehen. Nichts ähnelt sich. Zum Beispiel die Eichhörnchen hier, ist alles gleich. Das hier ist gleich, das hier, das hier, das hier, das hier. Sogar Nico die Nuckelblume. Ich gehe zur Turnhalle da unten und da mache ich aus, ja. Dann machen wir nachher von dort aus weiter. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal von der Tür der Turnhalle. Und. Stopp, nicht rein. Und hier habe ich jetzt zugemacht. Und weiter geht's. Auf jeden Fall ist hier der Weg zur Turnhalle. Hier stehen die Schlitten drin. Für den Bänder über, man kann ja lassen sogar hier. Und wir gucken hier. Und dann müsste da ein Turm sein. Ist leider zu. Und da ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten, wenn sich Kinder mit Sport wehgetan haben oder so. Die extra noch Kinder, Erste-Hilfe-Kinder. Wir interviewen jetzt mal die Kinder. Ja, und wie gerade die Filmerin Nele gesagt hat, interviewen wir jetzt mal die Kinder, wie sie uns schon finden. Oder was sie hier am besten. Kannst du mich auch sehen? Hier ist Franzi. Was ist das denn? Und Preuß ist nicht darüber, dass wir neue Sportgeräte bekommen haben. Und was findest du von den Sportgeräten denn am besten? Also die Rolldinger. Ah, die Rolldinger. Die werden wir nachher noch sehen, die Rolldinger. Die wird hier unser Stuntman ausprobieren. Hey! Mal gucken, ob er gegen die Wand knallt oder nicht. Ey, ich habe keine Lust, gegen die Wand zu knallen. Meine neue Küche finde ich sehr gut. Also mir gefällt der Kühlschrank sehr gut und den Geschirrspüler finde ich super. Ich bin sehr zufrieden. Ja, das freut uns auf jeden Fall. Ja. Die Sponsoren und die Bauarbeiter haben das sehr gut gemacht, finde ich. Auch so, ich bin immer noch verstanden. Ja, wir machen es dann. Da kommst du mal. Den nur um die 3 Millionen Leute. So, dann machen wir trotzdem noch unseren Stunt. Was findest du hier in der Schule am besten? Sporthalle. Und was? An der Sporthalle? Die Heile. Und was ist mit den Rolldingern, die du austesten musst?
vielleicht gegen die Wand knallen. Na, wenn man sich schaut, hier. Du bist doch hier in Polen. Wie findest du die Schule? Hier. Toll? Naja, keine Antwort. Die ist ja auch polnisch. Dino, spielen dann mit Ketten-Dingsbums. Wie findest du unsere Schule? Was findest du am besten und was findest du nicht so toll? Am besten? Alles. Du findest alles gut. Und was gefällt dir am meisten, am allermeisten? Mit was spielst du am liebsten? Lass mich raten, mit Ketten. Und Film. Unser Kameramädchen, unser Kamerakind Nele. Nele, zeig dich mal. Sieht man nicht? Ja. Nele? Nele weiß auch, was sie am besten findet. Und ich bin dafür, dass es diese Rolldinger sind, oder? Korrekt. Na. Daniel, du bist jetzt abends und du probierst es jetzt mal mit mir aus. Du probierst ja immer mit auf. Mal gucken, wer gewinnt. Okay, probieren wir es mal. Los geht's. Daniel ist die Blaue. Na, mal gucken, wer gewinnt. Meine Freundin Nele oder Daniel? Na, mal gucken. Das wird spannend. Es geht von 0 bis 5, okay? Wer macht den ersten Punkt und gewinnt das Spiel? Man muss nur einen Punkt machen, dann hat man gewonnen. Obwohl es eigentlich von 0 bis 5 geht. Na, probieren wir es mal. Ich setze mich hin. Wir haben schon ein paar Zuschauer. Oder einen Zuschauer. Los geht's, Nele. Mach ihn platt. Und diese Nele, das ist doch das Kamerakind. Nele, sag mal hallo. Und das ist unser Stuntman des Wissens, der auch oft gegen die Wand knallt. Reine Erfahrung. Ja, das verstehe ich schon. Also, Stuntman des Wissens, Wandknaller. Nele, unsere eigentliche Filmerin. Und ich bin die Reporterin, wie man es ja schon weiß. Also, jetzt geht's aber weiter zum Fußballspiel. Wie die bei der LM. Heute spielt, glaube ich, schätze ich mal, Deutschland gegen Italien. Und Mädchen gewinnen wie immer. Hier, Nela. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland gewinnt. Also Deutschland muss gewinnen. Frau Witzmann ist da. Mir gefällt natürlich der Hort sehr gut, ne? Zum Spielen? Zum Spielen? Ja? Wer hat das Uran jetzt mal geschüttet? Das ganze Geld. Das ganze Wasser. Was ist denn geschüttet? Das Uran. Das steht heute in der Zeitung, ne? Du musst dein ganzes Leben abgeben. Was ist denn gemacht haben? Nein, das war ein Scherz, Nele. Das steht heute in der Zeitung, dass wir eine hohe Uranbelastung im Wasser haben und dass man das Wasser nicht mehr so trinken soll und es ist auch nicht mehr für die Babynahrung genommen werden soll. Naja. Wir wissen ja das jetzt was aus der Zeitung, was Neues. Und jetzt geht's weiter. Wir hatten noch hier was im Bianca. Da ist Bianca. Bianca. Und das da ist die Schulleiterin von uns. Bianca. Was findest du in deiner Schule am besten? Bianca, was findest du in deiner Schule am besten? Ich bin dabei nicht mehr. Die Kinder, weil die Kinder immer so schön lieb sind. Naja, das ist ja nicht, das ist nicht immer so, das ist nicht immer der Fall. Die Kummerwelt ist so, schon seit ein paar Monaten leer. Quark, Quarkhäuschen. Oh, die Quarkhäuschen. Quarkhäuschen. Ja, Quarkhäuschen. Wo sehen wir denn die noch? Die Lippen weiter.
Wir müssen mal nach hinten gehen. Mal gucken, was da los ist. Oder ob da. Und unser Stuntman probiert jetzt den Kick, Billardtisch aus. Stuntman des Wissens, hopp nach vorne. Versuch einen Ball einzurollen. Kannst du das hier filmen? Mit dem ersten Loch ein eingelochter, also die weiße oder die schwarze, gewinnt. Er darf Elefantenstoß, ich nicht. Lino, Schönchen, mach dich bereit. Es geht bald los. Wir wollen ja wissen, wer gewinnt, wer verliert, wer ist der Loser, wer ist Franzi, was heißt das da? Nein, das ist nur weiter. Achso. Okay, ich fange an. So, nein, der Kleine fängt an. Okay, er darf den Elefantenstoß. Gut, mal gucken. Wer du darfst den Elefantenstoß, du darfst den Elefantenstoß. Du darfst so. Und du erschlag mich nicht nochmal. Ich darf auch keinen Elefantenstoß, oder? Nein. Autsch, das war langsam. So, jetzt bist du dran. Mal gucken, ob Franzi, kannst du mal fehlen, dass du lange gehst. Lino, du kannst auch Nico. Das zählt jetzt nicht, er ist klein. Du kannst auch so machen, dann so ist es leichter. Autsch, du Lino, du sollst die weiße Kugel gegen so eine Kugel hier stoßen. Okay? Denken Sie an den Anfang. Weiß ich. Ich weiß, wie das geht. Ja, aber ich glaube, du bist am Verlieren. Fast ein Eingeloch. Bloß noch ein bisschen. Lino, du schießt immer in die falsche Richtung. Gucken, was Dani das dann macht. So. Er legt ihn auf die Linie der Mitte. Oh, ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Und die Kugel rollt und rollt und rollt und kein Einloch. Lino ist dran. Aber du musst so viel hätte gefehlt. So viel. So, jetzt bin ich mal Kamerakind. Wie es jetzt losgeht. Ich glaube, Nele kann besser nicht interviewen. Nele, komm her. So, mach doch mal wieder eine Tüte an. Ich bin nicht so gut im Film. Hallo. Och. Steil. Ich schaff's schon. Lino. Moi. Moi, Caliente, das ist gar nicht gut. Ich darf von hier spielen. Darfst du auch. Ich hab's einmal gehen. Du hättest auch von der anderen Seite spielen können. Daniel! Das war so einfach. Aber naja, Lino, jetzt versuch du mal. Das ist das einfachste Loch, das man hier kennt. Aber du machst wieder in die falsche Richtung, wie immer. Normal. Er hat aber fast einen reingemacht. Hat man hier richtig gesehen. Die falsche Kugel, die er rein. Nein, nicht mir. Wir haben fast reingegangen. Guck mal, Lino, Filme. Oh! Oh! Von dort hinten eine Sekunde schnell ein eingeladen. Nele! Daniel! Immer Daniel, den Stuntman, der gewonnen hat. Dieses Mal habe ich aber gewonnen, oder? So, und ihr müsst alle aufräumen. Unser Spieltester. Nino? Erste Kugel einholen. Schwarze kommt in die Mitte. So, wer will mal die Kick ausprobieren? Ich. Daniel ist weiß, der Kleinere kriegt weiß. Ich bin blau und er ist weiß. Mal probieren, wer gewinnt. Ich bin noch Hauser. Weiß, erster Punkt entscheidet. Nele, wie gehört? Erster Punkt entscheidet, hat man von ihm gehört. Hier sind die Punkte. Wo ist der Ball? Der Ball. Ich locke rein. 3, 2, 1, und der Ball rollt. Und der Ball rollt, dann geht's aber. Und er versucht danach und. Einen Punkt. Noch einen Punkt versuchen, Lino. Er versucht es erneut. Ein neuer Punkt. Für ihn versuchen wir es mal. Das war jetzt wirklich ziemlich leicht, für Daniel ein Tor zu schießen. Nele, film mal den Kicker. Ich habe gerade an dich rangezoomt. Auf jeden Fall müssten wir jetzt erstmal gucken, wer gewinnt und wer verliert. Wer kriegt den Pokal und wer nur ein Eigentor. Noch einen Punkt versuchen? Ja.
Es steht immer noch 2-2. 2-0. Lino, du darfst wieder beginnen. Lieb alles. Lino, du musst es versuchen. Okay? Also, Hand ist nun wirklich nicht erlaubt, Daniel. Hand ist nicht erlaubt. Es ist doch beim Fußball so. Müsste es eigentlich eine Pause geben. Lino, jetzt darf man noch kurz Hand nehmen. Dankeschön. Dann muss es noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis man fertig ist. Und Daniel schießt ein Tor. Also, was bist du, Daniel, heute? Darf ich? Weil jetzt darfst du. Ja, aber der Punkt geht dann an den anderen. Das und war ein Tor, das ist zu Silber. Ein klares Tor, wollt ihr weiter spielen müsst. 5. Gut, auf 2 Punkte, Daniel, dann hast du gewonnen. Und er ist ein Kicker-Fanat, ich oh, sagen. Das geht natürlich auch. Daniel hat gewonnen und damit war es Spieletester. Höwend. Ui. Gehen wir nochmal die erste, zweite, oder? War das die erste, zweite, was da? Das ist die erste. Wir wissen nicht, ob es die erste, zweite bleibt. Wer hat denn da die Tafel abgebaut? Daniel, guck mal. Hey. Auf ihr Haar, Sonne, Licht. Fanzi, habe ich nicht gut im Bild? Wir gehen mal in die dritte, vierte. Die ist abgeschlossen. Dritte, vierte ist leider abgeschlossen, Daniel. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen können. Ich warte schon. Okay. Da sehen wir ja noch einen. Weil dann liegt ein Zettel auf den Tischen, wo die neuen Drittklässler sind. Dritt- und Viertklässler. Hier liegt ja noch ein Horn von Maxi. Tschüssi. Film oder Film? Film.
Also, Christina, was ist denn? Wir haben einen Schulbus. Ich möchte auch Löffel. Dass kleine und große Kinder zusammen in einer Klasse sind. Dass wir uns fast alle gut verstehen und die Schule so schön eingerichtet ist. Christina! Ja. Auf jeden Fall, aber ich schätze, es sind zu viele. Mir ist bekannt nur von diesen Rollen. Ja, da gibt es ein paar zu wenige. Hey, keiner hat sich gesehen. Zum Beispiel, da gab es auch schon Streit, wer und wie. Ja, da gab es aber auch schon Streit, wer und wie die kriegt. Aber endlich haben sie alle wieder eingekriegt. So, ich bringe jetzt mal ein bisschen Papier weg. Guten Appetit. Schön hinsetzen. So, jetzt gehen wir mal ins Lehrerzimmer und die Küche. Wir gucken uns jetzt die neue Küche an. Ja. Erstmal die neue Küche angucken. Hey, habt ihr schon Frühstück? Ja. Also, das hier ist die neue Küche. Schön, neu renoviert. Wieder und da sind die Tassen drin. Christina, findest du die neue Küche auch gut? Auf jeden Fall. Sie ist fast so schön wie meine zu Hause. Aber ich denke, ihr solltet da die Köchin fragen. Haben wir schon. Also jetzt geht's mal ins Lehrerzimmer. Lehrerzimmer. Hallo? Hallo. Wir wollen das Lehrerzimmer angucken. Also. Raus. Wir müssen leider raus. Hallo, Frau Natter. Tja, hallo. Das Lehrerzimmer können wir jetzt leider nicht filmen. Wieder. Ah, hier haben wir auch ein Bilder. Haben wir schon gemacht. Von morgen. Ja. Schon alles. Hansi, frag doch mal Conny. Gehen wir weiter. Lene. Findest du, dass ihr jetzt oben seid mit euren Sachen und so? Findet ihr das toll, dass ihr jetzt oben seid? Und wie findest du die Schule? Findest du es toll? Daniel. Und ja, wie findest du denn unsere neuen Sportgeräte? Vor allen Dingen die Rollbretter. Wie findest du den? Also, Turnhalle, jetzt geht's los. Nele, schieß mir nicht den Ball weg. Mit dem Ball gehen wir dann oft raus und spielen da Fußball. Wir gehen leider erst in die Turnhalle. Vielleicht geht's heute sogar in den Schulgarten. Können wir Ihnen mal den Schulgarten zeigen? Kann ich jemand nach ganz hinten? Nein, der muss an der Hose riechen. Stuntman. Wird sie vergiftet oder über. Wo der Stuntman jetzt an der Hose riechen muss. Riech an der Hose. Das hat nicht gerochen. Doch, ich rieche sie von hier. Sie riecht nach Plastik und Jeans. So, mal gucken, wie lange er das in diesem Raum hier aushält. Machen wir mal einen kleinen Test. Nele bleibt mit drin. Was? Ich werde jetzt hier mal das Licht ausmachen oder anlassen und ihr werdet hier drin bleiben. Mal gucken, wie lange ihr es aushaltet und wann ihr klopft. Mit Spinnen und allem drum und dran. Aber was ist, wenn ich auf Klo muss? Tja, Klo? Altertümlich. Franzi, ich muss auf Klo! Ich muss mal viel Franzi. Ja, dann gehen Sie bitte mal aufs Klo. Hier, du musst mir dann aufs Klo begleiten, wir sie leider nicht. Zum Glück. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen ekelhaft und wir wollen keine ekelhaften Sachen machen. Lene. Du findest ich bin nett, sitzt da schon drin. Also, du findest du den Raum gruselig, Daniel? Nein. Nein. Und wie findest du die Schule, weil ganz im Dunkeln. Ey, Daniel, wie fandest du die Lesenacht? Gut. Was fandest du am besten? Die Gruselgeschichte. Welche? Daniel, was machst du da hinten in dem Raum? Ich war ein kleiner Teil von Feen. Daniel? Frag Nele und Franzi. Ich war ein kleiner Teil von Feen. Was? Ich war ein kleiner Teil von Feen. Okay, Daniel? Die Lesenacht, war die toll? Ja. Okay, da freuen wir uns auch erstmal. Mein Ball. Auch mal. Gut.
Kuss die ganze Zeit filmen. So. Ja. Du spielst ja einen Kicker, das geht doch gar nicht. Ja, aber keiner mit mir spielt. Gut, dann spiel ich mal mit dir. Okay. Ich will immer. Nochmal. Mädchen. Null. Oder Junge. Junge? Ein Punkt. Mädchen. Franzi versus Daniel. Franzi versus Daniel. Eigentor von Daniel. Oh, wie schade. Ah, noch ein Punkt. Noch eine Runde. Soll Nele mal gegen Daniel spielen? Nein, Nele macht jetzt gar nichts. Das sieht aber ein bisschen langweilig aus, wie ich fand. Wir blicken das Spielfeld von oben. Also das ist nur der wackeligste Tisch, den ich... Oh, ein Tor. Noch eine Runde? Nein. Daniel will wieder immer nicht verlieren. Okay, Daniel, du gegen mich. Und das ist der blödeste Tisch, den ich kenne. Du kannst ja die Kamera... So, jetzt filme ich weiter. Du kannst die Kamera da oben raufstellen und so gucken. Ich habe jetzt so gedreht, dass du hier guckst. Mhm. Du kannst sie da oben raufstellen. So, mal gucken. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Spielplatz. Ey, nee, ich bin aber mit Kalten. Und da kann man schaukeln und alles möglich machen. Und das machen wir so in Ferienspielen oder so. Aber das machen wir ja nicht immer, aber wir machen es. Es macht uns Spaß, zum Spielplatz zu gehen. Und du musst den Weg beschreiben. Wir gehen jetzt am Zahnarzthaus. Wir gehen jetzt zum Zahnarzthaus. Da vorne ist es? Ja. Da vorne? Das blaue Zahnarzthaus. Und da müssen wir noch vorbei. Dann gehen wir an dem Hund vorbei, der endlich nicht mehr bellt, weil es ist schon neuer. Wir warten jetzt erstmal noch kurz, bis wir euch den Rest sagen. So lang. Hier ist der Weg. Und auf die andere Seite. Das wird später noch hoffentlich nicht so wenig. Und dann sind wir dann nachher schon gleich beim Spielplatz. Wir müssen kurz warten, weil die anderen sind, so weit hinter uns sind. Okay. Und wir haben hier einen nervigen Ball. Der genau hinter uns. Ein bergmutiger Strand von dieser Junge. Eher schwerer.